Bei der Frage, ob man sich lieber einen Rüden oder eine Hündin ins Haus holt, scheiden sich die Geister, da jeder seinen Standpunkt für oder gegen das jeweilige Geschlecht hat. Doch inwieweit unterscheidet sich eigentlich der Umgang mit einem Rüden im Vergleich zu einer Hündin? Ob es überhaupt Unterschiede gibt und wie du damit umgehst, erfährst du jetzt in diesem Video. Sind Rüden aggressiver? Viele Menschen glauben, dass Rüden ein aggressiveres Verhalten zeigen, als es Hündinnen tun. Tatsächlich konnte in Studien herausgefunden werden, dass Rüden öfter in Kämpfe verwickelt und auch oft unfreundlicher gegenüber fremden Menschen und anderen Artgenossen sind. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass jeder Rüde unsozial ist. Denn pauschalisieren kann man das Ganze nicht, da jeder Hund individuell ist und sein Verhalten vor allem von anderen Punkten wie der Rasse und der Erziehung geprägt ist. Tendenziell sind Rüden jedoch schneller auf 180, sodass es bei ihnen häufiger knallt, als es bei Weibchen der Fall ist. Hündinnen lassen sich zwar seltener auf Kämpfe ein, doch wenn es bei ihnen einmal soweit ist, geht es unter Hündinnen sogar weitaus brutaler zu. Das heißt, Rüden sind zwar häufiger in Konflikte verwickelt, jedoch laufen solche Kämpfe meist weniger ernsthaft, dafür aber umso lauter ab. Hättest du das gewusst? Aggressive Rüden bändigen. Das Wichtigste im Umgang mit einem Rüden ist es, dass dein Hund dich ernst nimmt. Darum solltest du in der Erziehung konsequent sein und dafür sorgen, dass dein Vierbeiner jederzeit auf dich hört, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Besonders beim täglichen Spaziergang mit deinem Rüden ist es unerlässlich, dass die Kommandos wie Sitz, Platz und Bleib funktionieren. Ebenso sollte dein Hund jederzeit auf deinen Rückruf hören, um unangenehme Begegnungen mit anderen Hundehaltern und deren Vierbeinern zu vermeiden. Sollte dein Rüde nicht 100% abrufbereit sein, ist eine Leine im Grunde immer und jederzeit Pflicht, sodass keinerlei Gefahr von deinem Hund ausgeht und du ihn zur Not zurückhalten kannst. Klar ist aber auch, das gilt gleichermaßen für Hündinnen wie für Rüden. Die Zeit der Läufigkeit. Besonders wenn Hündinnen gerade läufig sind, gibt es für einen Rüden oft kein Halten mehr. Beim Spaziergang wird dann an jeder Ecke geschnuppert und markiert, sodass an ein Vorankommen kaum zu denken ist. Lass deinen Rüden sein sexuelles Verhalten zu einem gewissen Maße ausleben, achte jedoch darauf, dass es nicht überhand nimmt. Denn irgendwann sollte der Spaziergang auch normal fortgesetzt werden. Wichtig ist in dieser Zeit, dass du ihn auf keinen Fall von der Leine losmachst, wenn eine läufige Hündin in der Nähe ist, um unerwünschten Nachwuchs zu vermeiden. Denn leider kannst du gar nicht so schnell schauen, wie dein Rüde eine Hündin bestiegen hat. Und dann ist es schon zu spät. In einem solchen Fall solltest du die beiden Hunde nicht mehr trennen, da dies zu schweren Verletzungen sowohl bei deinem Rüden als auch bei der Hündin führen kann. Hast du einen Alpha-Rüden? Du hast einen besonders souveränen Rüden an deiner Seite, der extrem viel Ruhe ausstrahlt und sich nicht zu unnötigen Kämpfen mit Artgenossen einlässt? Dann gehört dein Hund zu den sogenannten Alpha-Rüden. Diese lassen sich nur sehr schwer aus der Ruhe bringen und auch nur selten provozieren. Er zeigt anderen allein schon durch sein Auftreten, dass er das Sagen hat, sodass andere Artgenossen gar nicht erst auf die Idee kommen, sich mit ihm anzulegen. Ein Alpha ist also das genaue Gegenteil von dem, was viele Menschen denken. Er ist nicht aggressiv, dominiert und unterwirft alles um sich herum, sondern besitzt eine natürliche Autorität. Was auf den ersten Blick positiv klingt, kann zu Problemen im Alltag mit deinem Hund führen. Denn Alpha-Rüden verstehen oft nicht den Sinn hinter der Befolgung von Kommandos, da sie meist ihren eigenen Kopf haben und nicht wissen, warum sie nun ein unnötiges Kommando befolgen sollen. Sie haben zudem schlichtweg keinen Spaß daran. Dennoch ist es wichtig, dass dein Rüde die wichtigsten Kommandos drauf hat, damit es vor allem bei der Begegnung auf Hundeplätzen nicht zu unangenehmen Situationen kommt. Beschränke dich dabei auf so wenige Kommandos wie möglich, damit dein Hund sich diese umso besser einprägt und nicht das Gefühl hat, viele unnötige Dinge zu lernen. Sei bei der Erziehung zwar konsequent, arbeite aber insbesondere bei einem Alpha-Rüden mit Hilfe positiver Verstärkung. So wird dein Rüde schnell merken, dass das Befolgen von Regeln und Kommandos zu einer Belohnung führt, sodass er diese gerne ausführen wird. Nun weißt du, auf was du achten musst, wenn du einen Rüden zu Hause hast. Willst du außerdem wissen, was die 9 größten Unterschiede zwischen Rüde und Hündin sind? Dann klicke jetzt links für unser Video.
Wenn dich dagegen interessiert, welche 6 Hundeverhaltensweisen du niemals tolerieren solltest, dann klicke jetzt rechts und schau dir unser Video an.